Aber wissen wir es natürlich wieder nicht drauf. Nee, aber guck mal. Lappland. Toll. Hast du eigentlich manchmal Heimweh? Ja, manchmal schon. Mir fehlt mein Jan auch. Das glaube ich. Letztes Jahr habe ich den gerade mal einen Monat gesehen. Das ist aber wenig. In Finnland haben wir so einen Spruch. Die Seemannsbraut hat ein Herz, das warten kann. Ja. Polizei Wismar Panna, guten Tag. Ja, wir kommen sofort. Ein Toter bei der Seebrücke Wendorf. Willi! Da unten trieb er. Wo genau? Da unten. Die DLRG hat ihn rausgeholt. Dem Zustand nach war er kaum länger als 12 Stunden im Wasser. Und wer hat ihn gefunden? Ein Spaziergänger. Mein Gott. Der ist ja höchstens 16. Was ist das für eine Beule am Kopf? Das könnte ein Schlag gewesen sein. Ist schwer zu sagen vor der Leichenschau. Merkwürdig ist allerdings, der Junge hat die Jacke falsch herum angezogen. Was hat er? Ja. Mensch, Winni, den kenne ich. Das ist Stefan. Stefan? Stefan Koslowski. Geht mit meinem Sohn zur Schule und rudern tun sie zusammen. Vierer ohne Steuermann. Scheiße. Ich wollte nur mal was fragen. Mein Junge ist letzte Nacht nicht nach Hause gekommen. Ich wollte auch keine Umstände machen. Aber man macht sich ja Sorgen, wissen Sie? Meine Frau, die ist doch auf Kur. Und der Junge ist sonst immer da. Jetzt bin ich auf dem Weg zum Stellwerk. Wie alt ist denn Ihr Junge? Na, 16. 16. Moin, Herr Hinzmann. Moin, Koslowski. Stefan ist letzte Nacht nicht nach Hause gekommen. Ja. Ja. Komm doch jetzt mal rein. Da passiert ist ja nichts. Ich wollte eigentlich nur mal fragen. Sicherheitshalber. Ja, klar. Ich mach das schon. Wo ist die Schicht? Wahrscheinlich ist er nur bei einem Freund geblieben. Ja. Setz dich erstmal. Oder muss man ihn jetzt suchen? Den müssen wir nicht mehr suchen. Milch? Ja. Koslowski? Ich glaube, das ist besser, wenn du dich heute auf dem Stellwerk vertreten lässt. Warum? Wir haben deinen Jungen heute Morgen gefunden. Draußen am Seesteg in Wendorf. Tot. Vermutlich ertrunken. Ist wahr? Tut mir furchtbar leid. Aber meine Frau ist doch auf Kur. Und gestern Abend war er doch noch. Ist tot. Morgen, Rieke. Mein Frau Pasta. Na komm. Ich brauche mal Ihren Rat. Na, wer bist du denn? Sein Name ist Torben Wachutka. Ich gebe in seiner Klasse Religionsunterricht. Ah, und jetzt wollen Sie ihm hier den Gemeindesaal zeigen, richtig? Torben hat eben vor meinen Augen den Außenspiegel meines Autos abgetreten. Oh. Ich wüsste gern, wieso. Was sagt denn der Knabe dazu, Er sagt gar nichts. Reden Sie erstmal mit seinen Eltern darüber. Die müssen sowieso für den Schaden aufkommen. Ja, richtig. Im Unterricht stört er regelmäßig. Er kann die Füße nicht stillhalten. Aber sowas. Mensch, Torben.
mir leid, aber wir brauchen das fürs Protokoll. Wann hat Stefan denn gestern das Haus verlassen? Gestern? So gegen 5. Ich kam gerade von der Schicht. Der ist jetzt im guten Training. Wie immer. Ist Ihnen da irgendwas Besonderes aufgefallen? Nein. Alles wie immer. Tschüss, Papa. Dann ist er weg. Wann hätte er denn normalerweise zurück sein sollen? 8, 9. Spätestens. Ist er auch immer. Er geht ja zur Schule. Wie oft ging er zum Rudertraining? 4, 5 Mal die Woche. Manchmal auch am Wochenende. Trainingslager. Mein lieber Scholli. Deiner auch? Für den gibt's gar nichts anderes. Kann ich abdrehen. Und die 4 Jungs im Boot, die verstehen sich so gut. Aus denen wird mal was. Olympia. Ja. Er ist ein guter Junge. Wir wissen noch nicht, was passiert ist. Aber ich muss Sie das jetzt fragen. Kann es sein, dass Stefan sich was angetan hat? Stefan? Selbstmord? Niemals. Wann haben Sie denn sein Verschwinden bemerkt? So um 11 bin ich auf dem Sofa aufgewacht. Der Junge war noch nicht da. Der kommt immer 9, halb 10, wie gesagt. Zuverlässig wie die dänische Staatsbahn, sage ich immer. Aber den Abend vorher ist er auch schon später gekommen. Training ging länger, hat er gesagt. Herr Kozlowski, haben Sie nach ihm gesucht? Wo denn? Ich kann doch nicht zu nachschlafender Zeit bei fremden Leuten klingeln. Außerdem denkt man nicht das Schlimmste. Normal, oder? Mannschaft stößt ab! Die Ausgangslage. Und ab! Hast du mal gerudert? Ja. In so einem Bootsverleih. Für mich wäre das nichts. Den ganzen Tag paddeln wie ein Bekloppter und nach hinten gucken. Und bei den Mädels kannst du damit sowieso keine reißen. Suchen Sie jemanden? Den Rudertrainer. Aber hallo erstmal. Wer bin ich? Wolfgang Sattler, was gibt's denn? Na ja, Herr Sattler, einer Ihrer Schützlinge hatte einen Unfall. Wer? Stefan Kozlowski. Wir haben ihn heute im Wasser gefunden, drüben in Wendorf. Er ist tot. Stefan ertrunken? Sieht so aus, leider. Ausgerechnet jetzt? Vor der Meisterschaft? Ist das alles, was Sie dazu sagen? Na ja, gerade Stefan hat so darauf hingearbeitet. Waren gestern hier zum Training? Ja. Und? Alles normal. Sie wollen sicher, dass ich mit zum Revier komme. Ich bin gleich wieder da. Also, ich habe nicht gesagt, dass er mitkommen soll, du? Nö. Zigaretten aus.
Was ist? Fährst du bitte mit ihm zur Leichenhalle? Er muss seinen Sohn identifizieren. Muss er sein? Leider ja. Geht gleich los. Kommen Sie. Und Kara Sattler. Beileid. Kommen Sie. Ah, Sattler. Ja. Guten Tag. Herr Oberkommissar Scheel. Hier sind die Jungs. Danke. Setzt euch, Jungs. Kai, lieben Gruß von Vater. Wer von euch ist Marco Böhmer? Ich. Und ich bin André Moll. Was soll denn das hier? Haben wir was verbrochen? Manchmal ist es auch für den Polizisten nicht so einfach. Es geht um Stefan. Stefan Koslowski. Was ist mit dem? Der ist heute nicht hier. Ja. Euer Freund Stefan ist offensichtlich ertrunken. Nein. Nein. Wie ist das passiert? Das wissen wir leider noch nicht. Wann habt ihr denn Stefan zuletzt gesehen? Gestern. Training. 5 bis 8. Und danach? Duschen, quatschen, dann nach Hause, so gegen 9. Stefan auch? Klar, wie immer. Und vorgestern? Sein Vater sagte, dass er da später nach Hause gekommen ist. Keine Ahnung. Hm. Alles normal. Na gut. Nach der Schule, da wird euch eine Streife abholen, aufs Revier bringen. Ich brauche eure Aussagen noch mal fürs Protokoll. Und du hast ja dolle Erfolge mit deinem Team. Nee, doll. Wirklich. 3-mal Norddeutscher Meister. Und den Club gibt's erst wieder seit 1990. Eben. Das macht uns so schnell keiner nach. So ein Team, das ist wie eine Familie. Ja, und du warst ja der Name an der Küste. Ich erinnere mich, Olympia. Im Einer. Fast hättest du da. Ja. Plötzlich bist du nur ein halber Mensch. Sportlehrer halbe Stelle, Trainer halbe Stelle. Ich lebe für die Jungs. Wie ist denn das passiert mit deinem Bein? War kurz nach der Wende. Autobahn. Ein Ruderhänger war falsch beladen. Umgekippt. Ich wollte nur helfen. Da ist uns einer reingerast. Außer Traum. Ist der Rudertrainer schon da? Schon beim Chef. Und die Ruderjungs? Tom und Henna sind unterwegs. Sehr gut. Danke, liebe Kollegin. Sehr lieb. Ach, da nicht für, lieber Kollege. Das habe ich doch gern gemacht. Selbstmord, oder? Es gibt noch Spuren eines schweren Schlags. Womöglich von der Brücke, als er dagegen geschlagen wurde, von den Wellen. Erzählen Sie doch mal, wie lief denn das letzte Training ab, gestern gegen 17 Uhr? Da gibt's nicht groß was zu erzählen. Um 5 fangen wir an. Gegen 8 Uhr sind wir fertig, um 9 Uhr sind die Jungs zu Hause. Ja, aber wie lief denn das so ab, das Training? Ich meine, ist dir irgendwas aufgefallen an Stefan Koslowski? Nee, war das normal. Zuerst kurze Erwärmung, ein paar Kilometer laufen, dann ab in 4er, 2 Stunden rudern, kurzes Krafttraining, Boot putzen, duschen, Ende. Oh, das ist aber allerhand. Für 4-mal die Woche neben der Schule findest du nicht. Mein Gott, oh. Wenn mal ein Junge da gelegen hätte.
Ich weiß. Es tut mir auch leid, aber er musste seinen Sohn identifizieren, das weißt du. Ja, trotzdem. Was sind denn das für Leute, die Koslowskis? Er ist bei der Bahn im Stellwerk. Sie sitzt zu Hause, kränkelt mit dem Bein. Die waren sowas von stolz auf ihren Jungen. Der war ihr ein und alles. Und er hatte Angst, sie zu enttäuschen. Auf jeden Fall soll das immer was Besseres werden. Kein Stellwerker. War er gut in der Schule? Soweit ich weiß, ja. Und im Rudern war der einsame Spitze. Was war da eigentlich vorhin mit dem Trainer? Den hast du gefressen, oder? So wie du den angeguckt hast. Komm, hör auf mit dem. Kinderloser Sportidiot. Wie der die Jungs an sich bindet, das riecht ekelhaft. In Treue verschworen. Das grenzt schon an eine Sekte oder sowas. Er will halt, dass die Jungs was erreichen. Das ist ja auch ein einnehmender Typ. Ja, ja. So, Sportsfreunde. Da geht's rein. Tag, Marco. Tag, Hausmann. Tag, André. Alles klar? Mhm. Hallo. Kai, kommst mal. Sag mal, was ist da los bei euch? Nichts, kann ich wieder zurück zu den Adler. Hallo. Meinst du, ich merke das nicht, wie du dich verändert hast, seit du mit diesem Sattler trainierst? Wolfgang versteht uns wenigstens. Tag, Schmidt. Ich brauche dringend mal einen Beamten zur Aufnahme meines Pkw-Schadens. Ja. Eigentlich ganz hübsch, ne? Klar, ist ärgerlich. Ein Zehnjähriger, wenn das mein Sohn wäre. So, aufgenommen ist das. Am besten setzen Sie sich jetzt mit Ihrer Versicherung in Verbindung. Ja, der gehört bestraft. Ja. Was soll ich machen? Alle Zehnjährigen verhaften oder was? Der wohnt in meiner Nachbarschaft. Ich weiß auch wo. Wolfgang, was wollen die von dir? Keine Angst. Ich weiß auch nicht mehr als ihr. Du weißt doch, wie die sind. Die wollen uns fertig machen. Aber uns bringt nichts und niemand auseinander. Kai, sieh mir in die Augen. Das Team ist alles, wir sind das Team. Also? Alles fürs Team. Sag mal, was tuschelst du denn da mit dem? Nichts, Papa. Na los, komm, geh zu den anderen. Abmarsch. Kai. Wenn das irgendwas gibt, dann sag's mir das. Alles klar? Querstraße 10. Da war wieder einer wegen Sachbeschädigung am Kraftfahrzeug, schon der dritte. Und hat er jemanden gesehen? Nee, aber komischerweise wusste er die Adresse. Querstraße 10, da. Wachutka. Wachutka. Etwa Torben Wachutka, der Zehnjährige, der auch der Pastorin den Außenspiegel abgetreten hat? Ja, sieht so aus. Die Mutter heißt Yvonne. Die Pastorin war vorhin mit dem hier. Die hat ihn auch erwischt und wollte mit den Eltern reden. Pass mal gerade aufs Telefon auf, ja? Rieke. Moin. Was gibt's? Der kleine Randalierer. Torben. Wollt ihr nicht reinkommen? Danke, nein. Uns liegt schon die nächste Anzeige gegen den Kleinen auf dem Tisch. Das gibt's doch gar nicht. Keine Stunde später. Ich war so zuversichtlich. Der Junge wirkte richtig einsichtig. Gott, die arme Frau. Also bevor er ernsthaft in Schwierigkeiten gerät, werden wir mal mit der Mutter reden. Ich habe gerade eine Streife losgeschickt, aber wenn sie vielleicht später mal... Natürlich, dafür bin ich ja da. Danke. Jetzt mal unter uns. Gab es denn irgendwas, das Stefan so belastet hat, dass er sich das Leben nimmt? Die Schule. Für die Eltern ist er der Größte. Die kann er nicht enttäuschen. Er sollte mal was Besseres werden. Er hat gebüffelt und kam trotzdem nicht mehr nach. Naja, und dann... Dann war da noch Caroline. Der ist ja 3 Jahre lang hinterhergerannt. Was der sich alles hat einfallen lassen.
hat sich immer wieder Hoffnung gemacht. Und sie? Sie hat ihn immer weiter zappeln lassen. Mann, wenn ich nur den Namen Caroline höre, könnte ich schon ausrasten. Tja, und als sie dann gehört hat, dass Stefan tot ist? Da ist sie heulend aus dem Klassenzimmer gerannt. Das falsche Luder. War Stefan einer, der sich aus Liebeskummer umbringt? Eigentlich gar nicht. Und dann Rostock. Wir wollten zum Olympischen Ruderclub. Er hat gekeult wie ein Irrer. Er gab alles. Wir haben uns geschworen, irgendwann sind wir bei Olympia dabei. Und wäre das zu schaffen für euch? Schon wieder? Ich weiß auch nicht, was ich mit dem Jungen noch machen soll. Ist er denn zu Hause? Das könnte er sein. Stand ziemlich unter Druck. Was sagen hier auch Trainer und Klassenlehrer? Das auch. Aber schau doch bitte noch mal genau hin. Was wie? Ach, Walter, du hast doch schon so viele Protokolle gelesen. Ja, und? Na, wie die sich gleichen. So identische Aussagen zu einem und demselben Sachverhalt von drei verschiedenen Personen. Wo gibt's denn sowas? Naja, wenn der Sachverhalt stimmt, kann das vorkommen. Walter, das ist abgesprochen. Und wer sich so abspricht, der hat was zu verbergen. Die Frage ist nur, was? Gerade kommt das Ergebnis von der Leichenschau. Der Junge ist ertrunken. Nur ertrunken. Und wie soll er das gemacht haben? Ja, ganz einfach. Stefan Koslowski will nicht mehr. Also schwimmt er so weit hinaus, dass er gar nicht mehr zurück kann. Und wieso findet man ihn an der Seebrücke in Wendorf, Kilometer weit vom Ruderclub entfernt? Strömung. Und die Beule am Kopf? Das Ergebnis ist eindeutig. Erst nach seinem Tod hat er sich diese Beule zugezogen. Das ist irgendwo gegengetrieben. Und warum machen die Jungs mir was vor? Warum weiß keiner, wo Stefan vorgestern Abend war? Warum hat er die Jacke falsch rum an? Und warum hinterlässt er keinen Abschiedsbrief, keinen Hilferuf, nichts? Und warum rennt diese Caroline, die jahrelang nichts von ihm wissen wollte, plötzlich heulend aus dem Klassenzimmer? Ach Gott, sie hat ein schlechtes Gewissen. An der Sache ist was faul. Mann, Reuter. Wo ist das Mädchen jetzt? In der Schule ist sie nicht mehr, zu Hause auch nicht, da war ich schon. Tom und Tanner sind draußen. Gut, sie sollen sie suchen. Herr Koslowski, zu Hause ist niemand. Ich will keine Umstände machen. Im Dienst ging's ja noch. Kommen Sie. Sie machen keine Umstände. Meine Frau ist jetzt unterwegs. Sie bricht die Kuh ab. Schon Feierabend? Hast du schon was gegessen heute? Ja, komm, gucken wir mal, ob sich was finden lässt, ne? Hier ist die Seebrücke von Wendorf. Mhm. Die Frage ist doch, von wo treibt einer los, damit er hier ankommt? Ja, und? Wenn meine Berechnungen stimmen, dann ist er ungefähr hier losgetrieben. Werden sie stimmen.
So, ich gehe nochmal auf mein Boot und geh's testen. Hä? Testen. Strömungstafeln raussuchen, großen Schwimmkörper besorgen, Boot fahren, testen. So. Ach, schick die Ruderjungs nach Hause. Ja. Und nimm Lena mit. Was, die Finnin? Ja. Kann sie noch was lernen über Schwimmkörper und Strömungstafeln. Herr Tom, bringt ihr den Kleinen bitte gleich rüber zur Pastorin? Ich möchte gerne mit Frau Wachutke alleine sprechen, wenn es möglich ist. Ja, ja, natürlich. Ja. Und dann sucht ihr bitte weiter nach dem Mädchen. Frau Wachutka, wie lange geht das denn mit Ihrem Jungen schon so? 2 Jahre vielleicht. Ihm fehlt der Vater, glaube ich. Ich bin meistens mit dem Jungen allein. Also mein Mann fährt zur See. Echt? Meiner auch? Also wir sind noch nicht verheiratet, aber... Oh. Ja, Südatlantik noch 37 Tage. Containerfahrt, Hapag-Lloyd, Fernost. Keine Ahnung, wie lang noch. Ich bezahle natürlich alles, was der Junge angestellt hat. Ich weiß auch nicht, da ist immer irgendwas. Ich habe schon alles probiert. Ich kümmere mich auch wirklich jede freie Minute. Aber sobald ich ihm den Rücken drehe, dann... Ich weiß es nicht. Aber er hat ja auch natürlich seine Schokoladenseiten. Also, er ist immer pünktlich zu Hause, kuschelt gerne. Und vor 2 Tagen, da hat er den Videorekorder programmiert wie ein Erwachsener. Was sagen denn seine Lehrer dazu? Ich meine, so ein Kind, was immer was zerstören muss, das müsste denen doch auffallen. Ja, das ist es ja. In der Schule ist gar nichts. Nix. Aber das Lernen fällt ihm auch leicht. Einmal im Urlaub, also da waren wir mit der ganzen Familie. Und da stand im Speisesaal so ein Klavier. Und Torben ist ran, macht den Deckel auf und spielt aus dem Stegreif. Für Mama, sagt er. Der hat das nie gelernt. Wahnsinn. Ja. Hallo, Winnie! Hallo! Die Boje ist exakt so schwer wie Stefan! Was? Die Boje ist exakt so schwer wie Stefan! Das ist der Beweis! Wofür ein Beweis? Stefan ist von der Insel da hinten bis hierher getrieben. Das ist aber sehr weit. Ja. Wie ist er denn da hingekommen? Das weiß ich nicht. Geschwommen wohl kaum. Ja, der Junge ist 10 und er randaliert. Aber er ist kein Dummer. Ich habe ihn im Religionsunterricht. Oh, das wäre ganz wunderbar, wenn du mal mit ihm reden könntest. Oh, ich danke dir, Hermann. Ja, ich bin da einfach überfordert. Mhm. Vorsicht, kein Kratzer in den Lack. Wie bitte? Kein Kratzer in den Lack. Ach, sag mal, kannst du mal bitte mithelfen? Ja, ja, mach ich. Alle, das muss man alleine machen. Hier weint jemand. Was? Hier weint jemand. Ach. Kann ich dir helfen? Was ist passiert? Mein Freund ist ertrunken. Sie haben ihn heute an der Brücke gefunden. Stefan Koslowski ist dein Freund? Sie kennen Stefan? Von. Wie heißt du denn? Caroline Helling. Caroline? Die Caroline? Mensch. Und wir suchen schon den ganzen Tag nach dir. Seit wann seid ihr beiden denn, also Stefan? Seit 2 Wochen. Und was machst du hier? Das war unser Treffpunkt. Wir wollten das noch ein bisschen geheim halten. Wir fanden das romantisch. Und gestern? Gestern war ich nicht da. Hast du
Hast du irgendeine Ahnung, was da passiert sein könnte? Ich weiß es nicht. Wir waren glücklich. Warum seid ihr nicht schon früher? Ich habe gehört, der Stefan, der versucht es schon seit Jahren. Ist das nicht egal? Jetzt ist er weg. Für immer. Gut, nächste Woche. Ja, wir kommen zu dir. Hey, ich danke dir. Bist ein Schatz. Tschüss. Torben, ich werd verrückt. Dieser verflixte Würfel. Wie hast denn das geschafft? War ganz leicht. Von wegen, ich versuch das seit Monaten. Und nicht nur ich. Soll ich ihn wieder zerlegen? Ja, bitte. Das glaub ich ja nicht. Wieder zusammenbauen? Na los. Herr Sattler! Ich hätte noch mal ein paar Fragen an Sie. Ich würde gerne noch mal ganz genau wissen, wie das Training gestern abgelaufen ist. Vor allem, wie es endete. Hatten wir das nicht schon? Trotzdem. Was haben Sie denn da in Ihren Kofferraum getan? Meine Tasche. Spielt das eine Rolle? Reine Neugier. Die Details bringen oftmals den Erfolg. Wo waren wir stehen geblieben? Stefan. Stefan stand ziemlich unter Druck, zugegeben. Aber keinem sind irgendwelche Selbstmordabsichten aufgefallen. Nur Sie wollen was geahnt haben. Wie kommen Sie dazu? Erstens war das nur so eine Ahnung. Zweitens kennt keiner die Jungs besser als ich. Und drittens war Stefan so labil, dass ich mich nicht getraut habe, ihn durch einen anderen Mann zu ersetzen. Obwohl mir das manchmal geboten schien. Ach. Sie wollten Stefan aus dem Team nehmen? Stefan war, wie gesagt, labil, übereifrig. Glauben Sie nicht alles, was die Leute sagen. Stefan war verschlossener, als es schien. Kein Teamplayer. Ein Eigenbrötler. Na, das wirft ja ein ganz neues Licht auf den Jungen. Übrigens, Herr Sattler, wussten Sie, dass Stefan seit 14 Tagen eine Freundin hatte? Nein. Er war glücklich verliebt. In Caroline Helling. Und so einer bringt sich nicht um, Sattler. Wann kommen denn die Jungs zum Training? Viertelstunde. Ich warte. Und ich krieg raus, was hier passiert ist. Los, hau rein. Du musst was essen. Stefan kann doch nicht einfach weg sein. Vielleicht haben wir einfach zu viel erwartet von ihm. Kinder muss man fordern, oder? Kommt Kai dann klar mit Sattlers Straftraining? Womit? Na, Sattlers Straftraining. Wenn die Jungs was ausgefressen haben, dann werden sie geschliffen, bis sie auf dem Zahnfleisch kriechen. Da weiß ich gar nichts von. Aber das macht er mit deinem Sohn doch auch. Hat Kai nie was erzählt? Nie. Stefan wollte auch nicht darüber reden. Aber einmal war er krank danach, 3 Tage lang. Wie krank? Fieber. Schwächeanfälle und so. Er hat eine ganze Nacht nur gebrochen. Der arme Junge. Aber er hat immer gesagt, Papa, das muss sein. Und das macht Sattler wirklich mit allen Jungs? Ich habe mich auch gefragt, ob das richtig ist. Kinder musst du fordern. Aber so. Warum hast du Stefan so schlecht gemacht? Verstehst du nicht? Stefan war unser bester Mann. Das ist nicht wahr. Stefan hat abgebaut. Ich hätte ihn aus dem Team nehmen müssen. Du hast Stefans Tasche. Du hast sie in dein Auto getan. Warum gibst du die denen nicht? Tu ich ja, Kai. Die hat Stefan stehen lassen. Stefan war verliebt. Er hat sich nicht umgebracht. Sag mir nicht, was hier passiert ist. Wenn die wüssten, dass Stefan gestern nie von ihr fortgegangen ist, dann wärst du dran. Und ihr auch. Wer hat denn zugesehen, ne?
Kinsmann? Was ist los? Wohin? Du bist auch so ein Würstchen. Glaubst du wirklich, du kannst einem Trainer verraten, Bollenbrot? Du hast Stefan auf dem Gewissen. Glaubst du das wirklich? Dann bist du für mich tot. Erledigt, verstehst du? Du machst Hinspannung hier. Hinspann! Was ist der Mann Tante versteckt? Was hast du mit ihm gehört? Die Hände weg von meinem Sohn, du Dreckschwein! Mensch, wartet mit Drecksaudor! Mach dich fertig, du Hinspannschwein, du Drecksaudor! Kein Scheiß, Mensch! Ja, halt mich bloß fest, sonst kann ich mir nichts mehr garantieren! Bist du bescheuert? Alles klar? Was ist denn hier los? Alles klar. Möchte ich jetzt auch mal gerne wissen. Drecksau hat meinen Sohn geschlagen. Ja. Ganz ruhig jetzt mal, ja? Alles klar. So, Sattler. Ja? Du wartest hier. So, und wir reden mal ein ernstes Wort miteinander. Komm jetzt mal raus. Raus! Straftraining gab es für alles. Zu spät kommen, murren, nachlassende Leistung. Dass du nicht mehr kriechen kannst. Laufen, Ruderergometer, Kraftraum. Und die anderen müssen zusehen. Er sagt, das sei gut für die Charakterentwicklung. Wir haben das geglaubt. Aber wenn er mit dir fertig ist, dann musst du kotzen. So kaputt bist du. Mensch, 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 das gibt's doch gar nicht! Warum hast du nichts gesagt, Junge? Und gestern war Stefan dran mit so einem Straftraining? Ja? Und ihr habt zugeschaut? Zum Schluss sollte er schwimmen. Das haben wir nicht mehr gesehen. Wolfgang hat uns vorher nach Hause geschickt. Na bitte. So, Sattler. Jetzt noch mal eins nach dem anderen. Was genau ist passiert, nachdem Sie Marco, André und Kai nach Hause geschickt haben? Stefan ist ins Wasser. Einmal hin zur Tonne, wieder zurück. Ich habe ihn angefeuert. Nochmal hin. Als er das zweite Mal zurückkam, hat er schon so gejobst. Nochmal habe ich gesagt, du musst deine Grenzen kennen. Und so was nennen Sie Sportsgeist? Ich habe ja gedacht, er ist gleich wieder da. Ich habe gewartet. Zu sehen war nichts. Es war schon dunkel geworden. Er kam nicht. Bin ich raus mit dem Boot, alles abgeleuchtet. Da drüber. Kopf nach unten. Ich habe ihn ins Boot gezogen. Er war schwer. Gerührt hat er sich nicht mehr. Wiederbelebung hat nichts gebracht. Dann habe ich die Nerven verloren. Wieder zurück, seine Sachen angezogen, als wäre schon nach Hause gegangen. Nur, dass Sie ihm die Jacke falsch rum angezogen haben. In der Eile. Und wieder raus mit dem Boot. Sie haben den Jungen einfach so über Bord geschmissen. Sie haben wirklich geglaubt, wenn Sie die Tasche verschwinden lassen, die Jungs zum Schweigen verdonnen, dass Sie so einfach zur Tagesordnung zurückkehren können? Was hätte ich denn tun sollen? Ich hätte die Schuld sowieso nicht länger ertragen. Herr Sattler, ich nehme Sie vorläufig fest. Bis morgen. Mir reicht's. Ich
Dann Feierabend. Kann ich brauchen. Wo steckt denn Hinzmann? Gerade raus, Feierabend. Hinzmann! Ich glaube, ich weiß jetzt, was mit dem Jungen los ist. Ich auch. Gar nichts. Er ist nur völlig unterfordert. Genau das. Hochbegabt und unerkannt. Tja, ist das nun ein Fluch oder ein Segen, so ein Kind? Jedes Kind ist ein Segen. Den Fluch machen immer nur wir Erwachsenen. Er ist eingeschlafen. Was soll ich nur mit ihm machen? Erst startest du diesen Alleingang, sagst keinem was. Und dann verprügelst du auch noch diesen Sattler. Mensch, du bist Polizist. Ja, scheiße, weiß ich. Aber mit meinem Jungen läuft er seit 2 Jahren verquert. Einfach kein Rankommen an den. Immer nur rudern, rudern, rudern und Sattler, dieser Volltrottel. Erzählt gar nichts mehr. Ist mir halt der Kragen geplatzt. Ja, irgendwie habe ich das bestimmt verbockt mit meinem Jungen. Schau mal, wenn er kommt. Na Kai, ist noch was? Nö. Ich wollte dich abholen. Mensch, Digga. Komm, Alter. Nehm mich mit. Ja.